Das andere Gebäude sieht besser aus. Schauen, was es hier noch gibt. Ja. Hier war die ganze Elektrik. Keine Ahnung, ob man das sieht. Hier steht das Wasser bis zur Hälfte vom Türrahmen. Ich bin heute unterwegs zu einem alten Klärwerk. Ich bin auch gleich da. Hier laufen wir auch schon drauf zu. Das ist die Tür, die hier liegt. Hier ist alles durch. Hier drüben gibt es noch was. Mal gucken, wie wir da rüberkommen. Muss mal außen rum gehen, von vorne rein wahrscheinlich. Diese Tür hat jemand versucht zu öffnen, schon lange Zeit her. Also hier ist nur Müll. Müll und Glasscherben. Oh, hier vorne hat es gar keine Tür. Das wäre die einzige Tür gewesen, die da so zu ist. Aber da hat sich jemand richtig Mühe gegeben, mit Steinen das ganze Ding kaputt zu machen. Das hat richtig Zeit gedauert. Aber ist nicht alles durch. Das heißt, man kommt da oben auch nicht hin. Läuft alles über die Tür. Versucht da mal reinzufilmen. Das andere Gebäude sieht besser aus. Zumindest gibt es noch Türen. Oh, Tatsache. Hier gibt es noch ein bisschen was. An der Haupttür wurde Holz gestapelt. Hier ist der Schrank für die Einstellungen. Und dahinter sieht man noch die kompletten Verkabelungen. Schauen, was es hier noch gibt. Ja, hier war die ganze Elektrik. Ich hätte meine Taschenlampe mitnehmen sollen. Wie immer, sollte man die Taschenlampe mitnehmen. Ganze Elektrik hier. Hier hat jemand seine kompletten Dosen und Spraydosen hinterlassen. Das war hier. Wo geht's nach unten?
wahrscheinlich wieder ein Ausgang sein, der schaut zu. Ein großer Raum. Aua, richtig durchgerockt das Ganze. Ja, im Keller habe ich jetzt keine Taschenlampe. Der erste Stock mit Toiletten. Immer schwierig zu gehen hier. Aber auch hier hat jemand das ganze Ding einfach nur zerstört. Vielleicht war ja von euch schon mal jemand hier. Hat sich hier umgeguckt. Ich war es noch nicht so zerstört. Also echt krass, wie krass die Zerstörung ist. Klar, das ganze Ding ist entkernt. Es gibt hier nichts mehr außer den Graffitis. Zieht man auf das andere Gebäude rüber und da drüber läuft eine Bundesstraße. Aber ansonsten ist hier tatsächlich nichts mehr. Das lohnt sich nicht, aber das geht auch gar nicht. Also für mich ist es nichts. Ich glaube, das wäre mehr offen, wenn es da oben noch irgendwas gäbe. Ich glaube, das war es auch von dem alten Klärwerk. Ich gehe jetzt nochmal mit der Taschenlampe im Keller, also mit der Handycam. Aber ansonsten ist hier nichts. Wir gucken aber. Keine Ahnung, ob man das sieht. Hier steht das Wasser bis zur Hälfte vom Türrahmen. Ich weiß nicht, ob man das mit der Handykamera sieht, mit dem Handytaschenlicht. Aber hier gibt es nichts. Kein Zugang, zu viel Wasser. Tja, hier ist auch schon wieder der Ausgang. Ich versuche mich hier rüber zu handeln. So. Sind wir auch wieder draußen. Leider nichts mehr übrig.
Hier gibt es noch das Klärbecken, das natürlich nicht mehr in Betrieb ist. Aber so sah das Ganze mal aus. Nur zwei richtig fertige Gebäude, in denen nichts mehr ist. Keller war nicht besuchbar. Vielleicht warst du ja schon mal hier, dann hinterlass einen Kommentar. Und wenn du noch weitere Videos sehen möchtest, dann schau dir diese an. Hier geht's weiter zu den anderen Lost Place Videos. Bis zum nächsten Mal und schau weiter.